In dem heutigen Video schauen wir uns die Peer-to-Peer-Kreditplattform Bondora etwas genauer an und dabei explizit das Tool Go und Grow, wo man sehr einfach in Peer-to-Peer-Kredite investieren kann. Und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Money Mafia. Wie immer auf diesem Kanal handelt es sich um keine Anlageberatung. Bitte macht eure eigenen Analysen, bevor ihr in irgendwelche Anlageinstrumente investiert oder nicht investiert. Und damit starten wir schon direkt ins Video. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist Go and Grow ein spezielles Tool von Bondora. Bondora kann man quasi auch direkt in andere Peer-to-Peer-Kredite investieren. Aber hier hat man dieses Tool Go and Grow gewählt oder erschaffen, besser gesagt, was jetzt auch relativ unique ist am Markt. Also ich kenne jetzt keine andere Plattform, die sowas Ähnliches hat. Und da hat man einfach die Möglichkeit, quasi in einer Art Topf einzuzahlen und eine festgeschriebene Rendite von 6,75% pro Jahr zu verdienen. Und das ist natürlich recht cool, weil man sehr wenig Aufwand hat, weil man, wie gesagt, in diesen Topf reinzahlt und dann am Ende jeden Tag diese Zinsen verdient. Während man bei anderen Plattformen quasi direkt einen Kredit auswählt und den Kreditgeber dahinter meistens über eine Schnittstelle wie eine andere P2P-Plattform bedient, läuft es hier so ab, dass der Kreditgeber einen Kredit von Bondora Go and Grow nimmt und die jeweils ihr Budget aus den Einzahlungen beziehen. Das heißt, wir haben quasi keine direkte Übersicht, wo rein jetzt genau mein Geld fließt, sondern das ist einfach dieser Topf und daraus bedient dann quasi Bondora Go and Grow die Schuldner. Wie ihr hier bei mir sehen könnt, ich bin jetzt auch schon ein wenig bei Bondora Go and Grow dabei und ich habe 1.375 € circa eingezahlt und 122 € Gewinn oder Zinsen damit erwirtschaften können. Also ich bin recht zufrieden damit. Wie gesagt, das Risiko ist hier etwas geringer als bei anderen Plattformen. Nichtsdestotrotz muss man sich einfach im Hinterkopf behalten, dass es sich immer noch um Peer-to-Peer-Kredite handelt. Das sehen wir auch gleich, wenn wir uns ein paar Statistiken angucken. Denn da können immer noch Gelder natürlich auch ausfallen, weil es suggeriert jetzt so ein bisschen, und das wird auch so in einigen sozialen Medien so ein bisschen teilweise so dargestellt, dass es sich um eine Festgeldalternative so ein bisschen handelt, mit nur etwas höheren Zinsen. Aber klar, da kommt dann immer dieser Gassenhauer, Rendite kommt von Risiko. Und das ist hier natürlich definitiv der Fall, obwohl ich trotzdem sehr zufrieden bin mit meinem aktuellen Verlauf und mit der Rendite auf Bondora Go and Grow. Apropos Rendite, Bondora Go and Grow hat ja relativ coole Tools parat, und zwar könnten wir hier, wenn wir auf der linken Seite gucken, auf Kontoauszüge gehen, und da können wir jetzt aus den vergangenen Tagen zumindest gleich mal im Dashboard angezeigt bekommen, wie viel Zinsen wir da verdienen. Und ich habe mit meinem Depot, sage ich mal, in Höhe von ca. 1.500 € bekomme ich da so jeden Tag, ja, so 27, 26 Cent bei raus. Und das macht dann am Ende des Monats aktuell immer so 8 €, was dazu kommt. Das macht mich auf jeden Fall immer sehr glücklich, dass man da so einen weiteren passiven Einkommensstrom aufgemacht hat, weil bei Bondora Go and Grow ist es aus meiner Sicht tatsächlich relativ simpel, weil man kann keine Einstellung verändern, man zahlt einfach nur das Geld ein, man muss sich keine Gedanken darüber machen, für welche Kreditgeber gebe ich das jetzt aus, wie ist zum Beispiel bis zu welchem Zinssatz oder ab welchem Zinssatz, in welche Länder, in welche Kreditform möchte ich investieren. Darüber müssen wir uns hier alles keine Gedanken machen, sondern das managt alles Bondora selbstständig. Und wir müssen einfach nur unsere Zinsen einstreichen. Wenn man jetzt bei Bondora starten möchte, dann legt man sich quasi hier ein Ziel quasi an. Das kann man hier auch bearbeiten. Und wir können aber auch ein neues Go and Grow Konto erstellen. Da könnt ihr dann mal sehen, wie das zum Beispiel aussieht. Da habe ich hier die Möglichkeit, aus mehreren Gründen das sozusagen zu machen. Ist echt relativ ja, einfach dargestellt, schon fast kindisch. Also es macht es echt leicht zu verstehen. Super gutes UX-Design. Also es fällt sehr leicht, sich da auf dieser Seite zurechtzufinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt hier wirklich Einkommensinvestor werden, was ja auch eines meiner Ziele ist, die ich langfristig habe, dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt hier ein zusätzliches Einkommen, und dann heißt das jetzt hier zusätzliches Einkommen, aber ich kann das auch zum Beispiel umbenennen, wie zum Beispiel Einkommen. Ja, nur als Beispiel, also könnt ihr alles reinschreiben, was ihr wollt. Und dann hat man hier die Möglichkeit, eben einen gewissen Startbetrag auszuwählen. Ja, also ich sag mal so, wenn wir zum Beispiel anfangen, ich wähle jetzt einfach mal 500 €. So habe ich damals auch angefangen, wenn ich mich noch richtig erinnere, weil man hat natürlich immer erstmal eine Scheu bei solchen Sachen und ist auch ein bisschen vorsichtig erstmal. Wenn man jetzt hier 500 € zum Beispiel hat, dann kann man hier sagen, okay, meine monatlichen Einzahlungen, ich zahle jetzt zum Beispiel 50 € ein und mache das zum Beispiel über einen Zeitraum von, ja, hier stehen 10 Jahre, sagen wir mal,
mein Ziel ist ja in 7 Jahren Einkommensinvestor zu werden, sagen wir mal jetzt hier in 7 Jahren, dann können wir da auch tatsächlich sehen, wir haben hier 17.300 Euro eingezahlt, haben potenziellen Gewinn in Höhe von 4.732 Euro erzielt und damit einen Gesamtwert von 22.032 Euro herausbekommen. Jetzt kann ich hier dieses Konto erstellen, wenn ich lustig bin, aber das ist eigentlich ein ganz cooles Tool. Ich meine, das ist nichts anderes als ein Zinseszinsrechner, aber dann kann ich hier zum Beispiel auch Startbetrag höher machen oder meine monatlichen Einzahlungen höher machen und dann kann man eben auch schon sehen, okay, bis zu welchem Betrag und über welchen Zeitraum kann ich wie viel quasi an Zinsen erwarten und dann kann man sich auch relativ leicht runterrechnen, wie viel man zum Beispiel im Monat oder im Jahr damit verdient und das macht es aus meiner Sicht relativ händisch gut da und hier kann man eben sich wirklich schon so einen Plan zurechtlegen und das finde ich hat Pandora Gone Grow recht gut gemacht. Und wie das hier bei mir aussieht, ich hatte damals so mal die Idee gehabt, mir davon sozusagen ein Motorrad zu kaufen, also das werde ich jetzt definitiv nicht anfassen, aber ich habe es jetzt einfach so dabei erstmal belassen und wir können hier eben sehen, du wirst auch gemahnt, wenn du zum Beispiel nicht dein Ziel bisher erreicht hast. Ja, also ich bin hier 4 Euro drunter quasi. Ich müsste jetzt theoretisch sofort zur Bank laufen und überweisen. Aber finde ich ganz interessant, dass man da quasi, wenn man sich so committet, dass man hier auch eine Anzeige bekommt. Ich meine, für mich ist es jetzt, sage ich mal, relativ egal. Ich muss darauf jetzt nicht so doll achten, weil ich probiere einfach einzuzahlen, wann es für mich passt. Aber ich finde es schon ganz cool, dass man da eben so auch visuell darauf hingewiesen wird. Ja, jetzt wollen wir uns auch mal die allgemeinen Statistiken angucken. Das können wir hier übers Profil machen. Und zwar, wenn wir dann auf Statistiken klicken, dann geht hier ein Reiter auf, wo wir eben sehen können, zum Beispiel, wie hoch ist die durchschnittliche Darlehenssumme, wie lange ist die Laufzeit dieses Darlehens, durchschnittlicher Zinssatz, den man dort bekommt und so weiter. Also relativ viele Informationen, die wir herausbekommen. Ich möchte mal auf 2 gesondert eingehen. Und zwar, wo investieren wir jetzt genau rein? Sag mal, wo jetzt in Zeiten, wo die Geopolitik immer wichtiger geworden ist in kurzer Zeit. Wir sind eben zu 55% in Estland investiert, zu knapp 36% in Finnland und zu ca. 9% in Spanien. Also haben wir hier quasi schon, sag ich mal, eher Baltikum, Skandinavien den Großteil und Spanien ist dabei. Aus Gerüchten heraus, oder es wurde schon an ein paar Stellen angedeutet, dass eben auch neue Länder dazukommen sollen. Aber aufgrund der Corona-Pandemie ist es tatsächlich so gewesen, dass Pandora Gone Grow da recht vorsichtig vorgegangen ist. Man hat zwischendurch, das sehen wir auch gleich später, Einzahlungslimits aufgebaut, die jetzt immer noch bestehen, wie viel man zum Beispiel nur im Monat investieren darf. Und hier haben wir, wie gesagt, diese Aufteilung, dass man da eben recht konservativ dran vorgeht, das nicht zu sehr wachsen lassen möchte, weil da sind schon einige andere Peer-to-Peer-Plattformen dran gescheitert, und dass man das langsam und organisches Wachstum eben macht, um dann dort voranzukommen. Aber es soll tatsächlich wohl noch ein weiteres Land mindestens dazukommen, sogar aus Mitteleuropa. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, welches Land das sein wird. Und ich hatte ja schon angesprochen gehabt vorab, dass wir hier eine relativ sichere 6,75% Garantie ausgesprochen bekommen. Aber wie gesagt, es sind immer noch Kredite und deswegen ist das auf jeden Fall nicht so sicher, wie das vielleicht bei dem einen oder anderen manchmal wirkt. Sondern man muss natürlich darauf hinweisen, hier sehen wir zum Beispiel überfällige Tage oder überfällige Kredite. Und da sehen wir eben hier 40% wurden bezahlt, 31% sind aktuell im Umlauf. Aber wir haben auch 23%, die mehr als 180 Tage auf die Rückzahlung warten. Und da ist wahrscheinlich auch ein gewisser Teil dabei, wo es niemals zu einer Rückzahlung kommen wird. Also was ich damit nur sagen will ist, wenn wir diese 6,75% erhalten, ist das auf jeden Fall nicht garantiert. Und man kann auch Geld auf dieser Plattform verlieren. Ist jetzt bei mir noch nicht passiert und auch bei anderen kenne ich das nicht. Pandora ist schon, ist die älteste P2P-Plattform in Europa, also ist da schon lange am Markt, direkt damals nach der Finanzkrise 2008 gestartet. Und ich habe persönlich ein relativ großes Vertrauen, aber das heißt nichtsdestotrotz, dass man hier eben mit einem gewissen Verlust rechnen kann. Und das zeichnet sich bei mir auch dadurch aus, dass ich hier natürlich nur einen gewissen Teil meines Portfolios rein investiert habe, nicht mehr als 5-10%. Sollten eben in Peer-to-Peer-Kredite investiert werden, also nicht auf eine einzige Plattform, sondern über die gesamte Gruppe Peer-to-Peer-Kredite. Wenn man ein bisschen mehr Risiko eingehen möchte, kann man natürlich da auch rüber hinweggehen. Wenn man aber sehr scheu ist, dann eher weniger als 5%. Das obliegt einem natürlich komplett selber, aber das ist so ein guter Richtwert, glaube ich, wo man dann eben nicht sein Portfolio in zu sehr in eine Richtung geht und vor allem eben bei P2P-Krediten hat man in der Vergangenheit schon gemerkt gehabt, da kann es durchaus auch mal zum einen oder anderen Ausfall kommen. Wie ich schon gesagt habe, halte ich eigentlich von Pandora und von Pandora Gone Grow, von diesem speziellen Produkt eigentlich recht viel. Wir haben hier zum Beispiel auch die Möglichkeit über eine Wunschliste, wenn wir hier zum Beispiel draufklicken, da hat man die Möglichkeit eben sich zu beteiligen und bestimmte Ideen hier hinzuzufügen. Und das ist relativ transparent auch gemacht und ich finde das echt cool, dass es diese Möglichkeit einfach gibt, hier sich zu beteiligen
und vor allem so öffentlich zu beteiligen, dass man eben sieht, okay, wir haben hier momentan 18 Ideen, die geprüft werden, 2 sind in Planung, 4 in Entwicklung, 10 sind live gegangen oder 10 sind gerade dabei live zu gehen und mehr als 2000 abgeschlossene, da sind auch bestimmt ganz viele dabei, die nicht umgesetzt worden sind, aber ich finde es einfach mal respektive schon mal ganz gut, dass man hier seine Kunden dran beteiligt und das bindet ja auch einen Kunden, wenn er eben eine Idee reinbringt, die dann auch umgesetzt wird und die das ganze Produkt auch verbessert und das kann aus meiner Sicht nur allen Seiten behilflich sein. Und wenn ich jetzt einzahlen möchte oder ihr einzahlen möchtet, dann könnt ihr hier auf investieren gehen und wenn ich dort drauf gehe, dann komme ich hier auf meine Einzahlenseite und da haben wir schon den Hinweis, Sie können pro Monat maximal 1000 Euro auf Go & Grow einzahlen. Alle Beträge über 1000 Euro gehen in die Brieftasche. Also ich kann jetzt durchaus 5000 Euro da überweisen. Aber es gehen dann erstmal nur 1.000 Euro in diesen Topf von Bondora Go & Grow rein und dann jeden Monat danach eben bis weitere 1.000 Euro, bis dann diese digitale Brieftasche leer ist. Also im Endeffekt ist es jetzt nicht von Vorteil, mehr als 1.000 Euro da erstmal drauf zu überweisen, weil es sowieso keinen Unterschied macht. Also ich mache das jetzt nicht. Aber dieses Einzahlungslimit wurde tatsächlich schon angepasst. Vor ein paar Monaten hatten wir hier noch 400 Euro. Und das wurde dann damals im Rahmen von Corona tatsächlich eingefügt, weil man da wirklich sehr vorsichtig, aber aus meiner Sicht sehr gut vorgegangen ist, weil man gesagt hat, okay, wir wollen das jetzt nicht zu sehr wachsen lassen, das ganze Thema, weil dann mussten natürlich auch die Kredite vergeben werden und dann hat man echt Probleme, eben entsprechend Kredite zu bekommen. Und zwischendurch war es einfach so, dass man die Kredite nur noch in Estland gemacht hat, weil man sich dort einfach auf dem Markt, weil eben Bondora Go & Grow in Estland notiert ist, sich dort natürlich am besten auskennt und da entsprechend dann dieses Vorgehen gewählt hat. Die Vermutung ist eigentlich mal, dass es in der Zukunft dieses Limit entweder noch weiter angehoben wird oder bald komplett wegfallen wird. Aber wir haben ja nun mal relativ viele Konfliktherde gerade auf der ganzen Welt. Da ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich so kommt. Auch das Thema Inflation ist natürlich ein großes Thema. Da muss man einfach gucken, wie es kommt. Aber ich bin recht optimistisch, dass das auch irgendwann fallen wird. Aber ich sag mal so, 1000 Euro im Monat dort einzuzahlen, ist auch schon mal nicht so verkehrt. Ja, das war dann schon diese kurze Vorstellung von dem Produkt Go & Grow von Bondora. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung dazu unten in den Kommentaren brennend interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall super gerne ein Like da. Das zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat und unterstützt die Arbeit auf meinem Kanal ungemein. Abonniert dann auch gleich den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Wenn ihr jetzt Interesse daran habt, auch bei Bondora Go & Grow zu investieren, dann lasse ich euch unten in der Videobeschreibung meinen Affiliate-Link einblenden. Dann bekommt ihr, wenn ihr startet, direkt 5 Euro Startguthaben. Also das ist eine super gute Sache. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr daran Interesse habt. Und ich kriege dann auch eine gewisse Beteiligung. Und wenn ihr das über meinen Link macht, wie gesagt, würdet ihr die Arbeit hier auf diesem Kanal sehr unterstützen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.